Hallo liebe Freunde, ich möchte heute mal in einem ganz kurzen kleinen Abriss einen Pionier des Integralen vorstellen, und zwar Jean Gebser. Jean Gebser war ein deutsch-schweizerischer Philosoph, lebte von kurz nach 1900 bis 1973. Und so faszinierend für mich ist er gerade deshalb, weil er ein ähnliches Modell wie Spiral Dynamics bereits in den 1950er Jahren ausgearbeitet hat und er unter anderem das Wort Integral schon benutzt hat und im Prinzip mit den gleichen Eigenschaften gefüllt hat oder ähnlichen Eigenschaften, wie es später Ken Wilber getan hat oder im Prinzip das schon benannt hat, was Claire Graves und dann in der Folge Don Beck mit dem Second Tier in Spiral Dynamics beschrieben hat. Also das Auftauchen eines völlig neuen Bewusstseins, was wir in der heutigen Zeit ganz gut gebrauchen können. Und das Faszinierende für mich an Jean Gebser ist im Prinzip, dass das, was er beschrieben hat, ganz ähnlich dem ist, was Claire Graves beschrieben hat. Aber er ist im Prinzip ganz anders an die Sache rangegangen. Und zwar hat er Kunstgegenstände, also Bilder, Steinhauerei, Höhlenmalerei und Sprache untersucht. Also Sprache im Prinzip von ihrer Wurzel her, Etymologie. Wo kommen die Worte her? Wofür wurden sie früher benutzt? Was haben die Worte früher beschrieben? Und hat aufgrund dieser Forschung im Prinzip 5 Bewusstseinsebenen rausgearbeitet. Er nennt sie allerdings nicht Ebenen, er nennt sie Strukturen. Und er versucht auch in seiner Arbeit immer wieder zu betonen, dass wir in unserer Sprache im Prinzip eine Wirklichkeit schaffen. Und wenn wir weitergehen wollen, müssen wir die in der Form auch verändern. Das heißt, Ebenen waren ihm zum Beispiel zu wenig einschließend. Deshalb hat er das, was wir aus den Spiral Dynamics als Ebenen kennen, Strukturen genannt, weil er gesagt hat, die Strukturen sind im Prinzip, ich habe eine Basisstruktur, das kennen wir ja, und dann kommt die nächste Struktur, das die nächste Ebene, was sich dann ablöst, und das, was vorher war, wird aber eingeschlossen. Also die Struktur bleibt integer. Wir haben also im Prinzip basale Strukturen, die immer feiner werden. Er nennt das, immer mehr Licht scheint rein. Also es wird im Prinzip immer heller. Das ist das, was er beschreibt. Und ich möchte mal kurz diese 5 Stufen vorstellen, damit man sich ungefähr, damit man die neben Spiral Dynamics stellen kann. Also die Urebene ist das Archaische und das kennen wir. Das ist Spiral Dynamics Beige. Und was faszinierend ist, warum man sagt, so ja, warum, das ist doch alles in Spiral Dynamics irgendwie schon abgedeckt, da ist doch alles drin. Ich finde aber, dass Gebser eine neue Dimension hinzufügt zu den Strukturen, zu den Ebenen. Und zwar eine, die ich im Integralen, in den 4 Quadranten als links oben, also die innere Wahrnehmung, das was bin ich, wie nehme ich die Welt wahr, hinzufügen kann. Und er hat da ganz wunderbare Bildsprache auch gefunden. Und das Archaische ist im Prinzip das ganz Ursprüngliche, was er noch als von der Wahrnehmung her als schlafähnlich beschreibt, aber auch paradiesisch, das heißt im Prinzip als vor dem Fall, also vor dem Sündenfall, vor der Bewusstwerdung, was bin ich, also paradiesisch, ja. Mensch und Umwelt sind noch miteinander verbunden von der Wahrnehmung her, also der ganz frühe Frühmensch, aber auch das Tier oder das Baby, die nehmen im Prinzip, sehen sich nicht von der Welt getrennt, sind komplett eins und wir haben eine wahrgenommene Einheit, aber man kann nicht sagen Einheitsbewusstsein, weil es ist sich darüber nicht bewusst. Also es ist im Prinzip, deshalb heißt es auch schlafähnlich. Und die Wahrnehmung ist, also es gibt keine Zeit, Wahrnehmung von Zeit, es ist zeitlos, es ist raumlos, es findet irgendwie einfach alles in dem Unbewussten statt. Das ist die archaische Bewusstseinsstruktur, die erste. Die nächste ist
magisch. Und auch hier kennen wir die wieder aus Spiral Dynamics. Das wäre die Entsprechung für Spiral Dynamics Purpur. Und hier ist die innere Wahrnehmung des von in die Welt geworfen Seins. Ich bemerke, ich bin irgendwie da und ich nehme mich als ein eigenes Sein wahr, noch nicht von meinem Umfeld getrennt, aber irgendwie bin ich da. Ich bin noch völlig mit der Welt verbunden, aber trotzdem kriege ich so langsam eine Ahnung davon, das ist die Welt und hier bin ich und weiß nicht so richtig, bin mit allem verbunden, aber irgendwie bin ich etwas. Und ich versuche aber schon, die Welt zu manipulieren. Das macht das Kleinkind, versucht die Eltern zu manipulieren, sie zu irgendwas zu bewegen. Und die Menschen in dieser Zeit versuchen, die Dinge zu etwas zu bewegen. Die Tiere, die sie umgebende Welt durch Gebete, durch Rituale, durch, zu sagen, so wie kann ich mit dir in Beziehung gehen? Aber ich bin komplett noch mit dem Ganzen verbunden. Als nächstes kommt die mythische Ebene und gibt es im Prinzip nochmal eine Unterteilung, aber wir lassen es einfach mal so stehen. Das würde rot und blau in Spiral Dynamics bedeuten. Das ist auch eine Phase, die so ineinander übergeht. Der Mensch stellt sich der Natur gegenüber. Also ganz klar, wir haben die frühen Ackerkulturen und es geht dann immer weiter bis industrielle Landwirtschaft. Und ich bin aber immer noch mit der Natur verbunden. Ich bin rausgetreten. Ich bin ganz klar wir Menschen, da in der Natur. Wir machen uns die Natur untertan. Aber durch den ganz starken Bezug noch zum Ackerbau und Viehzucht und so weiter und so fort, bin ich von den Zyklen der Natur in der Menschheitsgeschichte noch so abhängig, dass ich mich nicht ganz von der Natur ablösen kann. Ich bin angebunden an die Natur durch die Jahreszeiten und so weiter und so fort. Aber ich bin bereits aus der Natur herausgetreten. Der Mensch ist aus der Natur herausgetreten. Dann kommt ein ganz wichtiger Sprung. Das ist das mentale Bewusstsein. Und der Mensch fängt hier an, die Welt zu erfassen und zu messen. Und das Wichtigste, und das sieht man im Prinzip daran, dass Gebser dort die Kunst ganz stark untersucht hat, ist das Hinzunehmen von Perspektive zum Beispiel in der Kunst. Also es gibt auf einmal eine Tiefendimension. Vorher war Kunst im Prinzip alles irgendwie zweidimensional aufs Blatt geklatscht. Wenn man sich das anguckt bis ins Mittelalter, die Menschen hatten überhaupt keine räumliche Vorstellung. Wenn man sich das so anguckt, selbst der Versuch, etwas darzustellen, räumlich, sieht dann im Prinzip einfach so aus, als würden die Leute alle irgendwie auf dem Untergrund draufkleben, zweidimensional. Und dann eben kommt dieser Sprung, das Mentale, die Perspektive kommt hinzu. Und dadurch, dass wir das bildlich eine Vorstellung haben, ändert sich das Denken radikal. Es entsteht ein Dualismus von ich hier, der Mensch, bin komplett von der Natur getrennt. Hier ist der Mensch, da steht die Natur und die Natur muss bezwungen, gezählt, bemessen werden. Ja. Und was Gebser ganz stark, weil er hat so einen starken Bezug zur Zeit und zur Zeitqualität, auch ist, dass im Prinzip wir jetzt an den Punkt kommen von Zeit ist Geld. Also Zeit ist im Prinzip das, wo wir Dinge erledigen können, wo wir Dinge tun können. Und wir leben in einer Zeit, in der nur noch die Uhrzeit gemessen wird. Also nur noch das Ticken der Sekunden, das Ablaufen des Lebens. Und je mehr wir versuchen, Effizienz in das Leben reinzubringen, je mehr wir aus der Zeit machen wollen, umso verkrampfter werden wir mit der Zeit und umso schneller vergeht sie. Und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber das ist eine Qualität der Zeit, unserer Zeit, dass wir irgendwie immer weniger davon haben. Und man hört es von überall, dass man sagt, so, die Zeit vergeht so schnell und so weiter. Das ist eine dieser der Ergebnisse davon, die Zeit effizient nutzbar zu machen, bedeutet, dass wir am Ende das Gefühl haben, keine zu haben. Und in diesem Exzess, der dort entsteht auf dieser Ebene, entsteht eben diese neue Perspektive, dieser neue Sprung. Wir springen jetzt ins Integrale. Wir gehen aus diesem ganzen
aus diesem kleinen, absoluter Individualismus gehen wir raus und kommen in die integrale Ebene. Und die integrale Ebene beschreibt Jean Gebser als aperspektivisch. Das heißt, wir können uns von dieser durchdringenden Denke, von der Perspektive wieder lösen. Wir müssen überhaupt keine Perspektive einnehmen. Und das kann man sich so schön vorstellen, dass wir im Prinzip wie in einem Raum überall Perspektiven haben, die wir kennen, der wir uns bewusst sind, die wir auch gleichzeitig halten können, wir uns aber auf keine Seite schlagen müssen und keine feste Perspektive an dieser Stelle einnehmen können. Und wir kennen das aus dem Gelben im Second Tier in Spiral Dynamics, dass wir dort wunderbar mit Gegensätzen klarkommen, dass wir das Schwarz-Weiß-Denken auflösen können. Und das ist im Prinzip ein Stück weit mit aperspektivisch gemeint. Eine nächste Eigenschaft von dem Integralen, wie Gebser es beschreibt, ist die Zeitfreiheit. Wir machen uns im Prinzip wieder von der Zeit frei. Wir müssen sie nicht mehr so benutzen, wie sie im Mentalen benutzt wurde. Wir müssen sie nicht mehr effektiv nutzen. Wir müssen uns nicht davon treiben lassen. Und das Interessante an dem Wandel von archaisch zu integral ist, dass wir eine Zeitfreiheit als etwas benutzen können, dass wir sagen, wir kennen die Zeit, aber wir kennen alle Zeitqualitäten und wir müssen uns nicht davon treiben lassen, während wir im Archaischen zum Beispiel noch überhaupt keine Wahrnehmung von Zeit haben. Das ist das Spannende, ja. Genauso wie das zurückkehrende Einheitsbewusstsein jetzt stattfindet, aber es ist kein Zurück zu einem Einheitsbewusstsein, das wir mal hatten, weil das gab es am Anfang nicht. Am Anfang gab es nur Einheit ohne die Bewusstheit. Aber der Mensch geht im Prinzip jetzt trotzdem wieder zurück zu dieser Welteinheit. Er sieht sich als Teil der Welt, er sieht sich als das Ganze, kann das Ganze beeinflussen, möchte das Ganze beeinflussen und möchte im Prinzip das gesamte Bild, das er über diese Reise durch die Bewusstseinsstrukturen gewonnen hat, in die Welt einbringen und alle diese Bewusstseinszustände halten. Und Gebser nennt das wahrend, also immer gewahr sein, wissend, dass es diese Strukturen gibt und auch mit ihnen arbeiten zu können. Und wir sehen das im Prinzip jetzt, dieser Putin-Russland-Ukraine-Konflikt ist meines Erachtens auch so ein ganz typisches Beispiel für den total krassen Individualismus der alten Welt. Da steht eine einzige Person, steht im Prinzip, stellt sich gegen die ganze Welt. Das Individuum ist so stark geworden, dass der Wille eines Einzelnen die ganze Welt im Prinzip ins Verderben treiben kann. Und da sehen wir meines Erachtens, wo so die letzten Auswüchse sind. Und wir sehen daran auch, wie dringend wir im Prinzip diesen Sprung, diesen Blick in das Ganze rein brauchen. Ja, so viel als Ergänzung, wie man im Prinzip Spiral Dynamics mit diesem Modell von Jean Gebser ergänzen kann und meines Erachtens auch eine echt spannende Tiefendimension zu dem Ganzen beiträgt. Und wir fragen uns natürlich immer, so, was können wir jetzt machen? Und das ist genau die Qualität, die das Integrale einlädt, es eben nicht mehr mit der Mentalstruktur, wie Gebser sie nennt, zu versuchen zu durchdringen, was jetzt die Antworten sind und was wir jetzt tun müssen, sondern die neue Qualität und besonders das Aperspektivische ist, dass wir dieser Raum werden, in dem diese unterschiedlichen Dimensionen, die unterschiedlichen Perspektiven auftauchen können. Und das ist die Übung, an der Stelle eben nicht versuchen weiter zu durchdringen, sondern eben zur Ruhe zu kommen und den Raum wahrzunehmen, in dem all das auftaucht und von dort aus das Neue aufsteigen zu lassen.